Die Motivation resultiert letztendlich aus meinem eigenen Werdegang. Für mich ist das letztendlich ein Riesenglück und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich gerade an einer privaten Fernhochschule als Dekanin tätig sein darf, weil ich letztendlich den gleichen Werdegang habe wie meine Studenten. Also ich habe mehrere Fernstudiengänge selbst absolviert und weiß, dass es eben nicht immer schön ist, dass es hoch und runter geht, aber dass man letztendlich, wenn dann etwas beachtet, diszipliniert ist, sich mit den anderen Studierenden austauscht und auch nicht aufgibt, das Ziel erreichen kann. Die größte Motivationshilfe waren meine anderen Kommilitonen. Also man braucht es, sich auszutauschen darüber, welche Erfolge man hat, aber vor allen Dingen auch, welche Erfolge man auch nicht hat und zu sehen den anderen Studierenden, die das genauso wie mir. Insofern, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, austauschen, aber das Wichtigste ist dabei auch darauf zu achten, dass man ein Individuum ist. Also man sollte sich niemals vergleichen mit den anderen Studierenden, weil jeder hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigenen Stärken. Und dritte ist, dass man sich nicht von seinem Verstand beeinflussen lassen sollte. Es gibt ein schönes Sprichwort von Epiktet, das heißt, es sind nicht die Dinge, die uns belasten, sondern die Gedanken über die Dinge, die uns belasten. Insofern, was jedem Fernstudenten und jedem Studenten oft in den Sinn kommt, das kann ich nicht schaffen, das kann ich nicht schaffen. Davon sollte man sich frei machen und es einfach tun. Insofern sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen und einfach in kleinen Schritten vorzugehen. Wenn man wirklich denkt, ich kann es nicht schaffen, ich kann es nicht schaffen, dann sollte man die Sachen auch mal weglegen und man sollte sich auch regelmäßig belohnen und seine Freunde nicht vernachlässigen. Und auch wenn unangenehme Sachen sind, also da hat jeder auch wieder seine eigene Strategie. Es gibt in Amerika ein Sprichwort, das heißt Eat the Frog. Es gibt Studenten, da ist es ganz gut, wenn man sich das Schlimmste erst vornimmt, damit es hinter einem gebracht ist. Und es gibt andere, die ja ungeliebte Fächer nach hinten schieben. Das muss jeder für sich selbst erfahren, was für ihn besser ist.